Hallöchen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Coulomb-Gesetz aus dem Bereich der Elektrizitätslehre. Für das bessere Verständnis empfehle ich dir zuerst mit den elektrischen Feldern und der Flächenladungsdichte auseinanderzusetzen. Ich erkläre dir, was das Coulomb-Gesetz aussagt, wie man es mit Versuchen herleitet, anschließend klären wir seine mathematische Beschreibung und zum Schluss rechnen wir gemeinsam eine Beispielaufgabe durch. Grundsätzlich lässt sich sagen, das Coulomb-Gesetz beschreibt die elektrisch anziehende und abstoßende Kraft zweier oder mehrerer Punktladungen. Es ist auch eine Formel, mit der man eine Kraft ausrechnen kann. Lasst uns mal schauen, wie man auf sie kommt und was sie überhaupt aussagt. Ich denke nicht, dass irgendein Lehrer eine Herleitung des Coulomb-Gesetzes verlangen wird, aber schaut es euch trotzdem an, dann erscheint sie euch wenigstens nicht wie eine nichts aussagende Formel, sondern wie ein geschriebener Satz in mathematischer Sprache. Betrachten wir eine positiv geladene Kugel. Diese Kugel erzeugt ein inhomogenes radiales Feld. Inhomogen heißt nicht gleichmäßig aufgebaut. Gleichmäßiges Feld kann zum Beispiel ein Kondensator erzeugen. Radial heißt kreisförmig. Bringt man nun eine weitere, jedoch eine negativ geladene Kugel in die Nähe der positiven Kugel, dann ziehen sie sich gegenseitig an. Ändern wir die Ladung der zweiten Kugel von negativ auf positiv, dann stoßen sie sich plötzlich ab. Wir halten also unsere Beobachtungen fest. Eine Ladung erzeugt ein Feld, welches eine Kraft auf andere Ladungen ausüben kann. Gleichartige Ladungen stoßen sich ab, gegensätzliche Ladungen ziehen sich an. Soweit so gut. Unsere beiden Kugeln können aber unterschiedliche Ladungen besitzen. Eine Elementarladung, also die kleinste elektrische Ladungsmenge, beträgt 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Diese Ladung besitzt ein einzelnes Elektron oder ein einzelnes Proton. Unsere Kugeln besitzen dagegen ein Vielfaches dieser Elementarladung. Die Ladung Q unserer Kugel ist gleich n mal klein e. N ist die Anzahl der Elementarladungen, also die Anzahl der Elektronen oder Protonen, und E ist die Elementarladung selbst. Wir nehmen an, die beiden positiven Kugeln seien gleich stark geladen und befinden sich in einem Abstand von 4 cm. Mit einem Kraftsensor messen wir die auftretende Kraft, 3,4 mal 10 hoch minus 3 Newton, beziehungsweise 3,4 mN. Was passiert, wenn wir den Abstand der Kugeln um einen Zentimeter erhöhen, sodass er insgesamt 5 cm beträgt? Die Kraft hat sich verringert und beträgt 2,7 mN. Bei 6 cm ist sie 2,4 mN und bei 25 cm Abstand ist die Kraft nur noch 0,1 mN. Wir stellen also fest, je größer der Abstand der Kugeln ist, desto kleiner ist die Kraftwirkung. Zeichnet man zu den ermittelten Messwerten einen Graphen, dann kommt dabei Folgendes heraus. So wie es aussieht, nimmt die Kraft mit dem Quadrat der Entfernung ab. Lasst uns schauen, ob das stimmt. Wir wollen also prüfen, ob die Kraft F proportional zum Kehrwert des Abstandsquadrates ist. Dazu setzen wir in 1 durch R² unsere Abstände ein und tragen die Ergebnisse in die Tabelle ein. Wenn die Proportionalität da sein soll, dann müssten die beiden Größen, nämlich F und 1 durch R², im gleichen Verhältnis stehen. Anders gesagt, wenn wir die Kraft verdoppeln, dann müsste sich auch der Kehrwert des Abstandsquadrates verdoppeln. Und dies ist nur der Fall, wenn beim Zeichnen eines Diagramms eine Gerade herauskommt. Schauen wir uns also das dazugehörige Diagramm an. Okay, nach einer Geraden sieht es nicht aus. Nur am Anfang ist unsere Funktion einigermaßen gerade und ab einem bestimmten Punkt fängt sie an, sich zu krümmen. Wie es aussieht, ist die Proportionalität vorhanden, aber nur bei größeren Abständen. Die Proportionalität im Coulomb-Gesetz ist also an eine Bedingung geknüpft. Der Abstand der beiden Kugeln mit einer bestimmten Ladung darf nicht zu klein sein, um die Coulomb-Formel verwenden zu dürfen. Dieser Abstand ist natürlich relativ und hängt auch von der Größe der Ladung ab, was wir später feststellen werden. Warum die Proportionalität bei kleinen Abständen nicht mehr gilt, liegt an der sogenannten Influenz. Sie verändert unsere Punktladungen so, dass sie gar nicht mehr wie Punktladungen betrachtet werden können. Also nochmal,
Bis jetzt haben wir festgestellt, gegensätzliche Ladungen ziehen sich an, gleichartige Ladungen stoßen sich ab. Je größer der Abstand beider Ladungen ist, desto kleiner ist die Kraftwirkung. Und unsere letzte Erkenntnis, F ist proportional zu 1 durch R Quadrat, aber nur, wenn die Abstände nicht zu gering sind. Was würde passieren, wenn wir den Abstand gleich lassen und jetzt die Ladungen der Kugeln verändern? Wir laden eine Kugel auf, sodass sie konstant 36 mal 10 hoch minus 9 Amperesekunden beträgt. Die Einheit Amperesekunde ist übrigens das gleiche wie die Einheit Coulomb. Die zweite Kugel laden wir auf 7 mal 10 hoch minus 9 Amperesekunden auf, einfacher gesagt auf 7 Nanoamperesekunden, und ermitteln eine Kraft von 0,3 Millinewton. Bei einer Ladung von 22 Nanoamperesekunden beträgt die Kraft 1,4 Millinewton. Und wenn die beiden Kugeln gleich geladen sind, ist die abstoßende Kraft 2,8 Millinewton. Je größer die Ladungen, desto größer ist auch die Kraftwirkung. Beim Eintragen der ermittelten Werte in einen Graphen können wir feststellen, dass die Kraft linear mit der Ladung ansteigt. Wir haben hier also einen linearen Zusammenhang. Somit ist die Kraft F proportional zur Ladung Q. Die Proportionalität lässt sich auch mit der negativen Ladung feststellen. Fasst man alle Proportionalitäten zusammen, dann kommt man zur folgenden Formel. Für das vollständige Coulomb-Gesetz fehlt uns aber noch ein Proportionalitätsfaktor. 1 durch 4 Pi mal Epsilon 0 mal Epsilon R. Soweit ich im Unterricht gut aufgepasst habe, können wir ihn mithilfe der Flächenladungsdichte herleiten. Stell dir vor, wir blasen eine Ladung Q1 auf den Radius R auf. Die Flächenladungsdichte lässt sich berechnen, indem man Ladung durch Fläche teilt, Q durch A. Da die aufgeblasene Ladung annäherungsweise kreisförmig ist, lässt sich die Fläche mit 4pi mal R² berechnen. Eine andere Formel für die Berechnung der Flächenladungsdichte lautet Epsilon0 mal Epsilon R mal groß E. Setzen wir beide Formeln gleich und formen sie nach der Feldstärke um. Elektrische Kraft auf eine Ladung lässt sich mit der Formel klein q mal groß E berechnen. Eine Ladung Q erzeugt ein Feld mit der Feldstärke groß E, in welches eine Probeladung Q gebracht wird. Wir nehmen an, dass die Probeladung klein q unsere Q1-Ladung ist, die wir in das Feld der Ladung Q2 bringen. Somit üben sie eine Kraft aufeinander aus. Setzt man nun unsere obige Formel der Feldstärke groß E in diese Formel ein, so erhält man Folgendes. Wir sind fast fertig. Jetzt setzen wir das Ganze mit der Formel, die wir aus den Messwerten ermittelt haben, gleich und kürzen, was gekürzt werden kann. Übrig bleibt unser fehlender Proportionalitätsfaktor, der uns fehlte. Die Formel für das Coulomb-Gesetz sieht also folgendermaßen aus. Falls du es vergessen hast, Epsilon 0 ist die elektrische Feldkonstante mit dem Wert 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden durch Voltmeter. Diese findest du in deiner Formelsammlung. Epsilon R ist die Dielektrizitätszahl oder auch Permittivitätszahl genannt, sagt etwas über das Medium zwischen den beiden Ladungen aus. Denn dazwischen können Vakuum, Luft, Glas und andere Dinge sein. Und dieses Medium, welches sich zwischen beiden Ladungen befindet, berücksichtigt die Dielektrizitätszahl. Für Vakuum nimmt sie den Wert 1 ein, für Luft 1,0006. Und wenn wir Wasser dazwischen haben, dann beträgt die Permittivitätszahl 81. Werte für andere Stoffe müsstest du in deiner Formelsammlung finden. Rechnen wir nun eine Beispielaufgabe durch. Nach dem Bohr-Atommodell des Wasserstoffatoms umkreist ein negatives Elektron den Atomkern, der aus einem positiven Proton besteht. Elektron und Proton tragen Ladungen vom Betrag der Elementarladung E, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Der Radius der Elektronenkreisbahn ist R 0,53 mal 10 hoch minus 10 Meter. Berechnen Sie die elektrische Kraft F zwischen Elektron und Proton. Wir haben hier also ein negatives Elektron und ein positives Proton. Die beiden sind gegensätzlich geladen, ziehen sich also mit einer bestimmten Kraft an.
Da sie als Punktladungen betrachtet werden können, lässt sich hier das Coulomb-Gesetz anwenden, um die Kraft zu berechnen. Sowohl das Proton als auch das Elektron sind gleich stark geladen, sie tragen eine Elementarladung von 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb, also die kleinste elektrische Ladung überhaupt. Der Radius der Kreisbahn kann als Abstand beider Ladungen angesehen werden. Wir haben also alle Werte, die wir für die Berechnung der Kraft brauchen. 1 durch 4 Pi mal die elektrische Feldkonstante mal die Permittivitätszahl. Sie beträgt 1, da zwischen dem Elektron und dem Proton ein Vakuum ist, mal die Elementarladung 1 mal die Elementarladung 2, geteilt durch den Abstandsquadrat 0,53 mal 10 hoch minus 10 Meter, und das sind 8,19 mal 10 hoch minus 8 Newton. Das Proton und das Elektron ziehen sich also mit dieser Kraft an. So, das war's. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie bitte in den Kommentaren. Wenn ich dir wenigstens ein bisschen helfen konnte, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Und falls du meine zukünftigen Videos nicht verpassen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, mich zu abonnieren. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.